Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr, 20 Minuten und 30 Sekunden. Piep. Erinnerungen werden wach. Früher, und das ist noch gar nicht so lange her, gab es noch keine Handys, die die Uhrzeit auf die Sekunde genau anzeigten. Früher gab es noch keine Funkuhren, die die exakte Zeitinformation per Sender erhielten. Früher stellte man stattdessen die eigene Uhr nach dem Gong der 20-Uhr-Tagesschau. Oder man griff zum Telefonhörer und rief die telefonische Zeitansage an. Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr, 20 Minuten und 40 Sekunden. Piep. Nicht wahr, liebe Gemeinde, Zeitansage bietet immer Orientierung. Doch welche Zeit ist jetzt? Und da meine ich jetzt nicht die Uhrzeit. Wo stehen wir? Am Anfang oder am Ende? Wie werden wir Weihnachten feiern? Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr, 20 Minuten und 50 Sekunden. Piep. Es ist letzte Woche Montag. Was für ein schöner Novembertag, denke ich. Ich bin mit dem Auto unterwegs. Die Sonne scheint, strahlend blauer Himmel. Tags zuvor, am Ewigkeitssonntag, zeigte sich noch der November von seiner trüben Seite. Regnerisch, nebelverhangen. Novemberblues legte sich auf meine Seele. Dazu ein weiteres Jahr der Pandemie, das wie Blei in den Knochen liegt. Inzwischen wird es dunkel und ich fahre die Hauptstraße entlang. Da, nahe der katholischen Kirche, fällt mir auf einmal dieses Haus auf. Überall bis zum Giebel und die Bäume daneben im Garten sind über und über mit bunten Lichterketten geschmückt. Und schlagartig wird mir bewusst, ja, die Adventszeit steht vor der Tür. Ich fahre am Haus vorbei, aber der Anblick steht mir noch lange vor Augen. Dieser Anblick ist wie Balsam für die Seele. Und es kommt dieses wohlige Gefühl in mir hoch, das die Adventszeit auslöst. Dieses Gefühl aus Kindertagen, dieses Gefühl von heiler Welt, von Geborgenheit und Zuversicht. Ist doch erstaunlich, denke ich, wie der Zauber des Advents sich immer wieder aufs Neue entfaltet, ganz gleich, wie es in der Welt und um sie gestellt ist. Wenn ich dieses Gefühl doch festhalten könnte, denke ich, einfach mal alles loslassen, keine Nachrichten mehr hören von steigenden Inzidenzzahlen, von abgesagten Weihnachtsmärkten. Eine warme Tasse Tee trinken und spüren, wie sich die Wärme im Körper ausbreitet. Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr, 21 Minuten und 0 Sekunden. Piep. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr. Auch eine Zeitansage. Nicht vom Band, sondern von einem Menschen, von Jeremia, dem Propheten. Propheten sagen, was sie von Gott her wissen, was Gott ihnen offenbart. Manchmal sagen sie voraus, was kommt in der Zukunft. Immer sagen sie an, was gerade dran ist, was die Stunde geschlagen hat. Propheten machen Zeitansagen, auch Jeremia. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen. Wie groß muss damals die Sehnsucht gewesen sein, als Jeremia diese Worte weitergibt.
Zu seiner Zeit löste in Israel eine Regierungskrise die andere. Die Könige kommen und gehen. Sie versuchen es mit Widerstand oder mit Anpassung an die fremden Mächte, die das Land von außen bedrohen. Sie scheitern auf vielfältige Weise an ihrer Aufgabe, das Volk gut zu regieren. Und es endet in einer Katastrophe. Die oben 10.000 müssen ins babylonische Exil. Der arme Rest bleibt zurück und muss sehen, wie er jetzt zurechtkommt. Wie es weitergehen soll, das ist ungewiss. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen. Es kommt die Zeit, spricht der Herr, sieh also hin. Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr 21 Minuten und 10 Sekunden. Piep. Es ist letzte Woche Mittwoch. Ich stehe in Kronberg an der Ampel und im Radio kommen die Nachrichten. Mit knappen wie deutlichen Worten markiert der zukünftige Bundeskanzler Olaf Scholz den Abschluss der Koalitionsverhandlungen. Die Ampel steht. Was für ein Zufall, denke ich, und schaue auf die Verkehrsampel vor mir. Aber was erwartet uns in den kommenden Wochen? Rot wie Halt, stehen bleiben? Gelb wie auf das nächste Zeichen warten? Grün wie der Verkehr ist freigegeben? In diesem Augenblick springt die Verkehrsampel vor mir auf Rot-Gelb. Ach ja, denke ich, das gibt es ja auch noch. Das bedeutet, auf die Weiterfahrt vorbereiten. Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit, diese Ziele will unsere neue Regierung erreichen. Und diese Ziele sind ganz unabhängig von Rot, Gelb oder Grün, eigentlich nicht so weit entfernt von den Zielen, die in Gottes Welt an der Wand stehen. Frieden, Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung, damit allen geholfen wird und alle sicher wohnen können. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da werde ich einen König aus der Nachkommenschaft von David hervorgehen lassen. Er wird weise regieren und in seinem Land für Recht und Gerechtigkeit sorgen. Aus den Partnerschaftsgemeinden unseres Kirchenkreises in Nicaragua erreicht uns dieser Tage die flehende Bitte, sich dafür einzusetzen, dass mehr Impfstoff für die ärmsten Länder dieser Welt bereitgestellt wird. Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr 21 Minuten und 20 Sekunden. Piep. Zeitansage, wo stehen wir? Und was ist eigentlich deine, was ist meine Sehnsucht am Ende dieses Jahres? Ich will den Jakobsweg gehen, sagt er zu mir. Das ist jetzt ein halbes Jahr her. Und dann meint er, weißt du, eigentlich komme ich überhaupt nicht mehr klar. Vor ein paar Jahren ist seine Mutter gestorben. Mit über 90. Vorher hat er mit ihr das Haus geteilt, das sie mit seinem Vater gebaut hatte. Jetzt gehört es ihm, aber er lebt allein. Das Haus ist viel zu groß. Was bei anderen Heimatgefühle weckt, wird ihm zur Last. Wo andere Wurzeln finden, fehlt ihm die Kraft zum Aufbruch. Seine Frau hat sich von ihm getrennt. Er hat seine beiden erwachsenen Kinder, ja, aber die haben ihr eigenes Leben. Was hilft ihm? In ein paar Tagen gehe ich los, meint er dann zu mir. Er hat sich gut überlegt, welche Route er nehmen und wo er vielleicht übernachten wird. Ob ich ihm den Segen mit auf den Weg gebe,
Klar, sage ich, das mache ich doch gerne. Und dann sitzen wir also ein paar Tage später draußen auf der Bank neben der Kirche. Gemeinsam bitten wir Gott um seinen Segen für ihn und seinen Weg. Nach dem Amen ist er den Tränen nahe. Weißt du, sagt er, das ist schon wirklich schwer für mich, die Tür hinter mir zuschließen und loszugehen. Was mich erwartet, ich habe keine Ahnung. Ich gehe jetzt erstmal eine Woche und dann sehe ich weiter. Beim nächsten Ton ist es 10.21 Minuten und 30 Sekunden. Piep. Advent, das Wort kommt aus dem Lateinischen und bedeutet übersetzt Ankunft. Aber es gibt keine Ankunft ohne Aufbruch. Es gibt keinen Ast ohne Spross, keine Erfüllung ohne Hunger oder Leere. Lebendiger Glaube ist Hoffen und Sehnsucht. Gottes große Geschichten mit Israel waren schon immer eher Aufbruch als Ankunft. Noahs Arche als eine kurzfristige Fahrt in ungewisse Zukunft. Abraham und Sarah sind beide schon alt, aber sie brechen auf mit dem Segen Gottes. Josefs Brüder wollen, dass er verschwindet, also verkaufen sie Josef und er landet in Ägypten. Von dort aus ereignet sich dann der erste von zwei großen Aufbrüchen Israels. Gott führt sein Volk aus Ägypten ins gelobte Land. Was für ein Befreiungstag. Im Aufbruch viel Hoffnung und Sehnsucht und dann jede Menge Unzufriedenheit, weil alles viel länger dauert als erhofft. 40 Jahre Wanderung durch die Wüste, viel Hunger und Leere und erst dann, nach einer gefühlten Ewigkeit, die Ankunft. Advent ist nicht gleich Ankunft. Advent ist erst einmal Aufbruch. Fernsehshows mit verschneiter Dekoration, zinkende Weihnachtsmänner in Lila, Licht, Lieder und Klänge. Sie sagen alle, lass dich nieder, genieß die Zeit, mach es dir gemütlich. Aber Jeremia würde sagen, das kommt zu früh. Eigentlich musst du erst einmal losgehen. Brich also auf. Denn die Zeit, die vor dir liegt, ist noch nicht da. Sie kommt erst noch. Sie kann aber nicht kommen, wenn du bleibst. Also reiß dich los. Nur wer aufbricht, kann hoffen. Und worauf richtet sich diese Hoffnung? Darauf, dass Gott es am Ende gut fügen wird. Das ist die Erfahrung, die Israel mit Gott macht. Durch die Arche überlebt die Schöpfung die Sintflut. Gottes Segen für Abraham und Sarah wirkt sich aus. Sie werden Eltern. Und selbst die Katastrophe des Exils, dass die Israeliten verschleppt werden, nimmt ein gutes Ende. Sie kehren zurück in ihre Heimat. Beim nächsten Ton ist es 10.21 Minuten und 40 Sekunden. Gott handelt in der Geschichte und er handelt zum Guten. Das zieht sich durch alle Erzählungen der Bibel. Und es wird erneut sichtbar in dieser großen Geschichte, die wir im christlichen Glauben mit dem Advent verbinden. Da wird ein Kind geboren im Stall von Bethlehem. Ein König, der ganz anders ist als alle bisherigen Könige. Er fährt nicht in dunklen Limousinen vor und verschwindet schnell in den Gebäuden der Macht. Er reitet auf einem struppigen Eselchen in die Stadt. Die Leute können ihn anfassen und ansprechen. Seine Themen sind Frieden und Gerechtigkeit. Beim nächsten Ton ist es 10.21 Minuten und 50 Sekunden. Piep. Erwartungen liegen über dem Land. Halte die Hoffnung fest,
So heißt es in einem modernen dänischen Adventslied. Halte die Hoffnung fest. Als etwas, was ich hören kann, wie ein Adventslied. Etwas, was ich sehen kann, wie eine Weihnachtsrose. Wie eine brennende Kerze auf dem Adventskranz, die im Finstern leuchtet. Halte die Hoffnung fest. Hier, wo ich November schwer gehe und auf verwelkte Blätter trete und auf Mundschutz und Träume, die herumliegen wie geplatzte Ballons. Halte die Hoffnung fest und spüre die verwandelnde Kraft, die die Hoffnung in sich trägt, mit sich trägt und entfaltet. Halte die Hoffnung fest. Beim nächsten Ton ist es 10 Uhr 22 Minuten und 0 Sekunden. Piep. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.